Guten Morgen, meine Lieben. Heute werdet ihr mich den ganzen Tag begleiten beim Essen. Wie man immer so schön sagt, full day of eating. Das Ding ist ja alles schon so aufgetafelt, weil es wird natürlich jetzt nicht nur das Frühstück sein. Da ist natürlich auch Abendbrot und Mittag schon dabei. Hier ist das Frühstück. Ich mag das recht unkompliziert. Recht unkompliziert klingt schon wieder kompliziert. Ich mag Haferflocken. Ich liebe Haferflocken. Ich beziehe mich jetzt mal auf mich. Ich nehme morgens immer 150 Gramm. Immer auf eine flachen Stelle legen. Das ist immer am besten. Jetzt habe ich es. Schon. Die Schüssel ist auch wirklich groß. Hier mache ich das so, dass ich da wirklich nach Gefühl reinmache, sodass es wirklich bedeckt ist. Das spare ich jetzt nicht. Ihr müsst euch wohlfühlen in der Haut. Und wenn ihr wirklich aufbauen möchtet und trainieren möchtet, dann ist es wichtig, dass ihr euch nicht nur irgendwie an irgendwelchen Salatblättern oder so hält. Weil damit kann man keine Muskeln aufbauen und Fett verbrennen. So, dann mache ich mir jetzt hier weiter. Ich habe hier auch schon ein paar Sachen vorbereitet. Da mache ich das auch so. Da mache ich das wirklich, was habe ich im Haus. Jetzt habe ich hier gerade ein paar Mango schon vorbereitet und reingeworfen in eine Schüssel. Datteln liebe ich einfach. Weil ich süße nicht mit Honig, ich süße auch... Versuche keinen Süßstoff zu nehmen. Also eigentlich mache ich das im Essen gar nicht. Ich trinke mal eine Cola Light oder so, das muss ich schon zugeben. Da benutze ich die getrockneten. Die sind so süß. Bananen benutze ich auch oft, weil die machen auch schön satt. Und heute habe ich irgendwie was Besonderes gekauft. Kenne ich noch nicht, aber das hat mich total angesprochen. Das sind Kiwis. Baby-Kiwis und auf der Packung stand da drauf, bitte nicht schälen, bitte schält mich nicht, genieß mich so. Und ich so, okay, klingt gut, weil ich bin eigentlich ein ziemlicher bequemer Mensch. Und so eine Sachen kann man wirklich auch überall machen, man kann das zu Hause vorbereiten. Und dann hat man halt so eine Tupperschale, die kann man dann, das kann man auch, sowas kann man in die Tupperschale gleich reinmachen und dann auch unterwegs essen, auf Arbeit. Zum Beispiel man arbeitet irgendwie, man fängt irgendwie um 7 Uhr an im Büro und hat vorher auch so keine Zeit zu kochen. Dann kann man so eine Sache einfach schon vorher zu Hause vorbereiten und dann mitnehmen. Es gibt zwei, drei Dinge, die ich benutze, und das ist nicht viel, was ich noch so in mein Essen reinmache, was natürlich jetzt nicht aus natürlichen Lebensmitteln ist. Das ist einmal Eiweiß, da benutze ich einen Cup, und was ich sehr wichtig finde, ihr wisst ja, dass ich auch Veganerin bin, weil die es nicht wissen, ich ernähre mich vegan. Und hier sind dann halt Mineralstoffe, Algen, Vitamine. Also das ist halt auch nochmal so ein Ernährungsergänzungsmittel, was ich wirklich sehr gut finde und auch wirklich natürlich gehalten ist. Ich mag es nicht, wenn es so chemisch ist, und das ist es hier definitiv nicht. Also, irgendwie hat sich die Flocken die Milch schon aufgesaugt. Da brauche ich noch ein bisschen Milch. Ja, und dann einmal umrühren. Das Grüne, dann verfärbt sich das Essen immer so ein bisschen. Und wenn Beeren drin sind, weil manchmal kaufe ich dann auch gefrorene Beeren, und dann wird das Essen so grünlich-lila. Dann kann auch mal ein blöder Spruch kommen. Und dann müsst ihr dann einfach es erklären oder drüber stehen. Aber wenn man wirklich sich was Gutes tun möchte, das ist wirklich super. Es ging sehr schnell. Okay, ich habe jetzt auch noch ein bisschen gesprochen dabei. Aber es geht. Ich habe das in 5 Minuten, habe ich diese Schüssel vorbereitet. Sehr schön. Das werde ich jetzt genießen.
Und wir sehen uns dann zum Mittagessen wieder. So, jetzt geht's weiter. Ich habe schon ein paar Sachen vorgeschnippelt. Ich habe hier eine Schalotte, die habe ich schon mal enthäutet, und ein paar Chilis. Das fehlt bei mir eigentlich nie. Ich liebe einfach Zwiebeln und Chilis, also einfach so ein bisschen, ja, würzen. Da muss man halt einfach nicht viel würzen, das passt halt immer. Das ist, ich glaube, Chili würde ich sogar noch in Frühstück reinhauen. Man kennt ja auch sogar Schokolade mit Chili. Also es schmeckt wirklich überall. Ich habe jetzt hier Hirse und Linsen vorbereitet. Das sind jetzt, das muss ich mal kurz nachdenken, 100 Gramm Linsen und 200 Gramm Hirse habe ich jetzt im Kochtopf. Ich lasse das immer so lange kochen, bis fast das Wasser weg ist. Dann sieht man halt auch, wie das dann so aufgegangen ist. Und auch die Linsen und so, die gehen dann so, die fallen so ein bisschen auseinander. Und dann weiß ich halt auch ungefähr, da habe ich schon so einen Blick für, wann es dann halt auch fertig ist. Habe ich auch schon so ein bisschen vorbereitet. Warum so viel? Das wird so sein, dass ich jetzt für Mittagessen und Abendessen wird das sein. Das kann man halt auch kalt essen. Ich liebe Dinge unkompliziert und dann mache ich das meistens bei mir in einem Kochtopf und dann kann man das dann einfach dann nachher mit einem schönen Salat, wenn ich einen Abendbrot zum werde ich das machen, einen schönen Salat machen. Da kann man ein bisschen Öl drauf machen, ein bisschen Balsamico, Salz, Pfeffer, alles was ihr mögt, einfach dann mit drauf und dann kann man das halt kalt essen. Warum auch kalt, was sehr wichtig ist, wieder die gute Tupperschale und man kann es dann halt auch unterwegs essen. Was ich sehr wichtig finde, weil ja viele dann immer sagen, was mache ich denn, ich habe doch da auf Arbeit und da haben wir keine Küche und da kann ich nicht auf. Keine Ausreden, keine Ausreden. Man kann Dinge auch so zubereiten, dass sie halt auch kalt schmecken. Und sowas schmeckt wirklich gut und lecker, wenn es halt auch kalt ist. Viele fragen mich, was ich zum Braten nehme. Ich finde Kokosfett ist das Beste zum Braten. Man kann es sehr hoch erhitzen. Heute benutze ich selbstgemachtes Öl. Also das Öl ist nicht selbstgemacht, aber was ich halt da reingeworfen habe und darauf habe ich jetzt Lust. Und wenn man das nicht so lange und nicht so hoch erhitzt, ist es mal okay. Man sollte nicht immer alles so eng sehen und so. Checker! Nein, das ist meins. Und hier mache ich das halt auch so, was ich halt zu Hause habe oder auf was ich Lust habe. Das werfe ich dann in die Pfanne und heute habe ich Lust auf Pilze. Die liebe ich. Die sind so toll. Das sind Saiblinge. Und die haben, ich weiß nicht, warum ich empfinde das so, die haben irgendwie sowas Fleischiges. Also es ist nicht so, dass mir jetzt so Fleisch fehlt, aber wenn ich das esse, habe ich trotzdem irgendwie so ein bisschen das Gefühl so von der Festigkeit, dass man vielleicht so ein zartes, nicht so, ja, wie so ein Steak oder so Hühnchen oder so. Ich finde es ganz lecker. Beim Fenchel mache ich das auch immer so, dass ich wirklich alles reinwerfe. Und viele denken, man muss es hier oben abschneiden. Aber hier oben ist ja erst der Geschmack drin. Finde ich so lecker. Und war doch viel zu schade, alles wegzuschmeißen. Das mache ich dann wie so ein Hier schneide ich das immer so ganz dünn in Scheiben. Dann brauchen die auch nicht so lange. Wenn man das so ganz dünn macht, dann sind die auch recht schnell durch. Das kann man auch im Ofen machen, wenn man das im Ofen. Ich mache jetzt ein bisschen Wasser. Dann kann ich noch so eine Soße zaubern. Und
Dann köchelt es so ein bisschen. Ich würde jetzt ein bisschen Pfeffer reinmachen. Ich habe auch als Veganer jetzt die letzten 2 Jahre mich viel mehr mit Gewürzen auseinandergesetzt. Früher war es natürlich so, da hatte man Fleisch und dann war das so, da kommt ja viel durch die Fette, kommt man, der ganze Geschmack halt auch her. Und jetzt hat man ja sowas nicht mehr und jetzt muss man halt ja, mit Gewürzen und mit Gemüse viel arbeiten, dass man halt auch ja, einen guten Geschmack halt auch hat. Sonst isst man nur Reis und Linsen und das schmeckt natürlich dann nicht wirklich prickelnd. Es gibt ja auch diese super Quetschen für Knoblauch und die finde ich total dämlich. Weil jedes Mal, wenn ich die benutze, habe ich das Gefühl, dass irgendwie die Hälfte noch in dieser Quetsche drin. Und ich mag es auch, so auf so einer Knoblauchoptung zu beißen. Natürlich nicht roh. Gut, jeder mag es anders. Ich mag es so, dass es so wie ein bisschen durchgeköchelt ist. Und wenn das Wasser dann weg ist, dann mache ich nochmal schön heiß, dass es dann nochmal so ein bisschen, ja, dass es nochmal ein bisschen so angebraten wird. Aber erstmal so ein bisschen, dass es durch ist. Man kann es auch gleich so machen, dass man das nur brät. Und dann ist es auch irgendwann durch. Balsamico-Essig mache ich auch mal rein, das finde ich auch immer total lecker. Ich mache da auch ein bisschen dazu, den Geschmack dazu. Und wenn ich jetzt Diät machen würde, würde ich sogar das mit einberechnen. Und wenn ich jetzt keine Diät mache und immer ungefähr weiß, was ich esse, macht das jetzt wirklich nichts aus. Und irgendwann ist auch der Punkt, wo man seinen Körper kennt. Ich habe auch ein paar Jahre dafür gebraucht. Jetzt würde ich sagen, über 4 Jahre. Immer gut gegessen, immer gesund gegessen. Deswegen ist es halt wirklich wichtig, immer gute Lebensmittel zu essen. Und davon kann man auch nicht zu viel essen. Man kann sich, ja, irgendwann ist man halt an so einem Punkt, da ist man satt. Man kann es damit nicht überfressen. Wenn ich aber 3 Stücken Kuchen habe, da ist es einfach, weil es schmeckt einfach lecker. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich irgendwie 3, 4 Kartoffeln esse, ich kriege nichts mehr runter. Aber so ein Stück Kuchen passt irgendwie immer. Eine Sache vergessen, ganz wichtig, Salz. Da werde ich auch oft gefragt, Salz zu deinem Essen? Benutzt du Salz? Ja, dann schmeckt das nicht. Ich finde es ganz schlimm. Wisst ihr was, ich habe die vorhin vergessen, um mein Frühstück reinzumachen. Und habe die so toll angepriesen. Aber ich habe die ein paar aufgeschnitten. Das wollte ich euch mal zeigen. Ich habe die noch nie vorher gesehen. Das sind Baby-Kiwis. Und man muss die nicht schälen. Und sind super lecker. Wenn ich nicht wüsste, was es ist, was schmeckt denn das? 10% nach Kiwi. Also, da könnte auch so ein Physalis, heißt nicht Physalis? Ja, aber jetzt habe ich das. Stimmt. So 10% ein Kiwi und 90% wie eine Stachelbeere. Guck mal, wie viel das ist. Und das werde ich jetzt hier einfach mit reinmachen. Ja, und sowas kann man natürlich auch abends vorbereiten. Schmeckt auch kalt gut. Also ich finde so eine Sache ziemlich unkompliziert. Jetzt habe ich dieses Ding. Das kann man auch abends essen. Oder Quatsch. Abends vorbereiten wollte ich sagen. Und mittags essen im Büro. Wo ihr arbeitet. Oder in der Sonne, auf der Parkbank, in der Pause. Ich mache es auch oft so, dass ich meine Tupperschalen im Auto habe und einfach sogar im Parkhaus mein
beim Mittagessen im Auto, die Musik leicht an, die Türen offen, dann 10 Minuten, Viertelstunde mein Essen esse und die Katze. Und ja, finde ich auch unkompliziert. Also wie gesagt, keine Ausreden. So, ich werde jetzt mein Mittagessen und wir sehen uns zum Abendbrot wieder. Bis dann. Habt ihr schon gesehen, dass ich ein bisschen mehr von der Hirse und von den Linsen zubereitet habe und was kommt mir jetzt zugute? Ich wollte eigentlich für so einen kleinen Salat machen, aber ich mache jetzt einfach was halb-halb, also warm und kalt. Das finde ich auch immer ziemlich lecker. So, ich mache ein paar Tomaten. Dann mache ich das halt auch einfach unkompliziert. Ich habe die fünf schon gewaschen und ich habe hier die. Und ich hole ganz gerne diese ganz kleinen. Wir haben auch dieses Ding nicht. Ich vergesse mal, wie das heißt. Na, dieses Grüne da, wo die dann am Strauch hängen. Da ist es nicht und da muss man das nicht rausschneiden. Wenn man große Tomaten nimmt, dann sollte man das auf jeden Fall entfernen. So. Einmal ringsherum schneiden. Dann braucht man das halt wirklich nur noch rauslöffeln. Ich mache es jetzt sogar schon schön. Ich bin da sonst noch ein bisschen. Ich zeig mal, wie ich das sonst mache. Ich drücke das einfach raus. Es sieht echt lecker aus. Aber ich bin da wirklich ziemlich schmerzfrei. Ah, stimmt. Ich bin ja schon wieder so in meinen Essensrausch. Ich bereite hier gerade mein Abendbrot vor. Das wurde bei uns zu Hause mal Abendbrot genannt. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennt. Abendessen. Nachtspeise. Dritte Mahlzeit. Was mache ich noch rein? Avocado, Tomate. Dann werde ich eine Schalotte nehmen. Ich könnte den ganzen Tag Avocado-Salat essen. Das ist einfach wirklich so lecker. Avocado, Zwiebeln, Tomaten, bisschen Öl, Salz, Pfeffer, Balsamico, fertig. Und dazu kann man dann halt wirklich Reis, Couscous. Man kann ja auch diesen Vollkorn-Couscous, der ist sogar. Oh, jetzt muss ich weinen. Wie war das? Nicht durch die Nase atmen? Oder? Und ich habe den guten Pak Choi noch. Und der hält sich leider nicht so lange. Deswegen werde ich den jetzt unbedingt zum Abendessen noch vorbereiten. Ich finde, der schmeckt. Ich bin ja so ein unheimlicher Fan auch von thailändischen Essen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was mache ich denn und so. Aber ich wollte heute euch auch natürlich auch was zeigen, was man auch mitnehmen kann. Sonst hätte ich euch einen Curry gezaubert. Also ich könnte ihn auch den ganzen Tag mich von Curry ernähren. Sogar zum Frühstück könnte ich Curry essen. Und ich mag auch warme Tomaten. Also ich werde auch die Tomaten mit reinhauen. Also ich habe jetzt wirklich alles zusammengewürfelt, was ja auf dem Brett lag. Hier sind die vorderen Blätter so schön warm und das hintere ist immer noch total knackig. Mal sein. Balsamico rein, ein bisschen mehr, weil ich mich da vielleicht ein bisschen hart fühle. Ein bisschen Knoblauch, Kräuter. Und einfach darüber. So.
hätte mal eine größere Schüssel nehmen müssen, glaube ich. Aber dann werde ich halt einfach nicht alles reinmachen. Wenn ich zu Hause esse, dann mache ich es mir natürlich auch mal ein bisschen hübscher. Das Auge isst ja auch mit. Ja, ihr habt mich jetzt den ganzen Tag bei meinem Essen begleitet und ich hoffe, ihr konntet euch ein, zwei Ideen rauspicken. Das war mein Ziel und ja, und habt Spaß einfach daran. Denkt immer dran, Essen soll unkompliziert sein. Macht euch nicht verrückt. Fangt einfach an, gesund zu essen und auf gar keinen Fall zu hungern. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Bis bald, eure Conny.